Yo, Freunde, und willkommen zu einem heißen XP-Glitch-Clip auf meinem Kanal. Starten wir mal einfach rein, indem wir hier oben auf die Lupe gehen. Nicht wundern, bei mir sieht das Ganze hier gleich etwas anders aus, da ich hier über Cloud Gaming unterwegs bin, aber der Mapcode ist genau derselbe. Also geben wir hier gleich direkt ein. 63109885124. So sieht das Ganze aus. Das Ganze nehmen wir dann hier einfach an. So, dann haben wir hier Exotic Gun Game. Die meisten werden es kennen. Wir wählen das Ganze hier einfach aus. Denkt dran, lasst ein bisschen Liebe da, indem wir hier einfach das Herz klicken. Wie gesagt, einfach auswählen. So, jetzt hier in der Lobby solltet ihr das Ganze hier auf Privat stellen, denn wir wollen natürlich nicht unsere XP teilen. Jetzt starten wir das Ganze und dann sehen wir uns gleich auf der Map wieder. Hier auf der Map angekommen, spawnen wir einfach random. Ich empfehle euch, begebt euch einfach irgendwie an einen höheren Ort. So, in meinem Fall ist das jetzt hier hoch genug. Wie ihr seht, haben wir hier einen guten Ausblick. Wir müssen in unserem Fall jetzt hier einfach zu diesem großen Baum. Also hier zu dem Baum. Einfach hier links dran vorbei. Und zwar haben wir dann hier einen Busch. Genau zu diesem Busch müssen wir hier. Zack, hier der Busch. Stellen wir uns direkt hier vor, machen einfach ein Emote, total egal welches, und drehen uns dabei nach rechts weg. So, sobald wir uns einmal gedreht haben, erscheint dann hier hinter uns das Fragezeichen. Das Ganze aktivieren wir kurz und kommen damit hier auf eine neue Map. Hier auf der neuen Map haben wir einen Timer, der jetzt abläuft. Das Ganze müssen wir abwarten, damit wir danach einen Code eingeben können. Ich empfehle euch, lauft hier einfach rum, denn das Ganze rumlaufen gibt auch XP und gar nicht mal so wenig. Ich in meinem Fall mache jetzt hier einfach Pause und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Timer auf 0 ist. So Leute, der Timer ist auf 0. Denkt dran, gebt das Ganze nicht zu schnell ein, denn das Ganze zieht etwas nach. Dann haben wir hier an erster Stelle eine 3, an zweiter Stelle eine 7. Und an dritter Stelle auch eine 3. So sieht das Ganze aus, 3, 7, 3. Das Ganze nehmen wir dann hier rechts an. Und kommen damit hier auch auf eine neue Map. Hier auf der neuen Map, seht ihr, gehen sofort die AFK-XP los. In eurem Fall höchstwahrscheinlich etwas mehr, da ich hier heute schon einiges an XP bekommen habe. So, wie ihr seht, haben wir hier tatsächlich nur ein Gebäude. Wir müssen uns jetzt hier zuerst an die rechte Seite halten. Und zwar genau müssen wir hier hin. Dann müssen wir hier gleich aufs Dach rauf. So, wie ihr hier raufkommt, ist total egal. Wir müssen hier direkt an die Spitze und haben dann hier unseren ersten von 5 Points. Von hier aus drehen wir uns einfach nur um. So, laufen jetzt hier schräg runter. Denn wir müssen hier unten in diesen Eingang. Lauft nicht zu schnell, denn wir müssen uns gleich direkt hier nach links halten. Denn wir müssen hier direkt in die Ecke. Und haben dann gleich hier unseren nächsten Point. Das Ganze aktivieren wir. Und auch hier gehen dann die XP wieder hoch. Von hier aus drehen wir uns einfach nur um. Denn wir müssen hier in die Tür rein. Das Ganze öffnen wir hier. Dann halten wir uns links. Dann haben wir hier eine Treppe. Und dann müssen wir hier rechts unter die Treppe hier in die Ecke rein. Dann haben wir hier den nächsten Point. Das Ganze aktivieren wir. Und auch hier gehen dann die XP hoch. Von hier aus drehen wir uns dann einfach nur um. Und laufen hier aus der Tür raus. Dann halten wir uns links. Dann haben wir hier drei Kisten. Wir müssen hier zu dieser links hinten. Und zwar haben wir dann hier den Point. Also hier rechts, direkt in der Mitte. Das Ganze aktivieren wir. Und damit kommen wir dann auch schon zum letzten Point. Dazu drehen wir uns einfach nur um. Denn jetzt müssen wir hier hinten das Dach rauf. Wie ihr raufkommt, ist wie immer total egal. Wir müssen hier hinten rechts in die Ecke. Dann haben wir hier unseren letzten Point. Das Ganze aktivieren wir. Und jetzt warten wir ab, bis wir nur noch unser AFK-XP bekommen. Ich bekomme jetzt nur noch AFK-XP. Jetzt könnt ihr einfach die Runde verlassen. Eine neue Runde anstarten, falls ihr noch Level braucht. Denkt dran, lasst Liebe da, indem ihr hier das Herz klickt. Und natürlich auch ein Like da lasst, dass uns das Ganze gefallen hat. Ich gehe jetzt hier einfach nur raus. Und wie ihr seht, habe ich damit ganze 3 Level gemacht. Jetzt könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Level ihr damit gemacht habt. Und wem ich zu ein paar Level verhelfen konnte, kann mir gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!